Die NBA Playoffs, die beste und spannendste Basketballzeit des Jahres. Sie ist in vollem Gange und wir haben wahrscheinlich die spannendsten Playoffs der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Es ist vieles möglich. Bereits in der ersten Runde sehen wir schon einige potenzielle Überraschungen. Und in diesem Video schauen wir uns jetzt den aktuellen Stand an, gehen dann auf die Quoten, die Meisterschaftsquoten ein. Und ich würde euch auch meine persönliche Einschätzung mitteilen, wer denn am Ende zumindest in die Western und Eastern Conference Finals kommt. Aber bevor wir da sind, ist es noch ein kleiner Weg, denn wir sehen hier alle Begegnungen und die haben es in sich. Es gab auch schon 2,5 Spiele mit Buzzerbeater-Entscheidungen. Das war zum einen das erste Spiel zwischen den Boston Celtics und den Brooklyn Nets. Jason Tatum in der letzten Sekunde machte den entscheidenden Korb zum Sieg und das Gleiche ist mehr oder weniger zumindest zum zumindest eine Overtime dann den Philadelphia 76ers Joel Embiid gelungen, nachdem in der regulären Spielzeit leider die Toronto Raptors 2 Freiwürfe nicht treffen konnten. Und dann hatten wir auch noch gestern den mehr oder weniger Buzzerbeater von Trae Young gegen die 76ers. Damit sind die Hawks wieder im Rennen. Die liegen 2-1 hinten gegen die Heat. Die haben in den ersten beiden Spielen gar nichts anbrennen lassen. Muss man jetzt auch schauen. Dieses Spiel war natürlich super knapp. Jimmy Butler hatte noch die Chance, den Sieg einzutüten vor Miami. Hier erwarte ich aber dann tatsächlich auch, dass der Erste im Osten sich gegen den im Achten in den Playoffs durchsetzt. Wir haben die Möglichkeit, dass die erste Serie morgen schon beendet ist. Das wären die 76ers gegen die Raptors. Die führen nämlich 3-0, die Celtics gegen die Nets erst 2 Spiele, Boston für 2-0. Und die Milwaukee Bucks, der aktuelle Meister mit Verletzungssorgen, Chris Middleton hat sich verletzt und wird wahrscheinlich mindestens die komplette Runde gegen Chicago ausfallen. Dann schauen wir mal, ob wenn Milwaukee weiterkommt, ob er dabei ist. Sah im letzten Spiel jetzt sehr gut aus, nachdem sie das Spiel 2 verloren haben. Daheim haben sie sich jetzt wieder den Heimvorteil zurückerkämpft. Ohne Middleton, deutlicher Sieg in Chicago. Im Westen gab es eine kleine Überraschung. Die Pelicans, die haben nämlich ein Spiel bei Phoenix geklaut. Aber jetzt auch hier ist es wieder eine 2-1-Führung von Phoenix, die auf Devin Booker verzichten müssen. Der hat sich verletzt. Luka Doncic, bisher noch kein Playoff-Spiel dabei, aber die Dallas Mavericks. Heute Nacht spielen sie auch, oder heute Abend besser gesagt, 22.30 Uhr, spielen grandios, fabelhaft. Ich weiß nicht, für alle, die da draußen mal NBA 2K oder NBA Live gespielt haben, da würdest du doch eigentlich abbrechen und sagen, was für ein unrealistisches Spiel. So trefft Dallas und vor allem Maxi Kleber seine Dreier. Grizzlies führen 2-1, die Warriors 3-0. Das wird sich auch nicht mehr Steph Curry und Co. nehmen lassen. Ich habe gesagt, wir schauen uns jetzt einmal die Quoten an, und zwar die Meisterschaftsquoten. Wir hatten vor den Playoffs, dass die Brooklyn Nets der Meisterschaftsfavorit gewesen ist. Nach den ersten 2 Spielen und der 2-0, nach dem 2-0 Rückstand sind diese Quoten jetzt auf 21 hochgegangen, heißt also die Wahrscheinlichkeit umso geringer aus Sicht der Buchmacher. Golden State, mittlerweile der Titelfavorit Nummer 1, Phoenix die Nummer 2, obwohl Booker jetzt wohl mindestens mal 1-2 Wochen ausfallen wird, die Celtics auf der 3 noch vor den Bucks. Inwiefern auch hier die Verletzung von Chris Middleton mitspielt, kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, wie es vorher gewesen ist, aber ich finde auch hier diese Bucks-Quote hat Value, genauso wie 76ers, und Dallas mit einer 26er-Quote wird doch ganz schön schlecht eingeschätzt, dafür, dass sie ein Streaky-Team sind, dass sie wirklich Potenzial haben und Luka Doncic hoffentlich wieder zurückkommt. Am schwächsten erwischt hat es gerade Toronto, da glaubt keiner mehr dran, genauso wie Denver, eine gute 500er-Quote, aber da nehme ich nichts vorweg, die werden nicht Meister werden. Was gibt es sonst noch? Memphis Grizzlies, Ja Morant sagt, sie haben das tiefste Team der Liga und deshalb ist es egal, wer wo wann ausfällt. Sie werden zusammenhalten, 12er-Quote, jetzt nicht wirklich spannend, aber überraschende Leistung auch in den Playoffs von Memphis. Und hier habe ich mal so ein kleines Playoff-Bracket mir gezogen. Man sieht leider nicht die Logos von den Suns und den Pelicans, aber das macht jetzt nichts. Das gehen wir jetzt einfach hier mal gemeinsam durch. Ich glaube, die Pelicans werden noch ein Spiel gewinnen, vor allem McCollum und auch Valanciunas, Brandon Ingram gefallen mir alle sehr gut, aber
Phoenix sollte am Ende noch zu stark sein. Bei Utah gegen Dallas sieht man, wie wichtig die Teamchemie ist. Ich würde mal behaupten, dass Dallas, mal abgesehen von Luka Doncic, keinen Spieler hatte, der besser ist in seiner Starting Five als die gegenüberliegende Starting Five. Klar hat Jalen Brunson gerade eine Wahnsinnsform, aber Mike Conley würde doch zumindest vor der Saison auf jeden Fall bei den meisten Teams und auch aus meiner Sicht bei Dallas vorgezogen werden. Also, hier schauen wir mal, ob Luka Magic wieder zurückkommt. Aber natürlich, ich meine, ich habe auch ein Dallas-T-Shirt an. Dann hoffe ich natürlich, dass Dallas weiterkommt. Glaube aber, dass es tatsächlich eine spannende Partie wird und Dallas gewinnt das Ganze in 7 Spielen. Utah wird das heutige Spiel gewinnen. Dann kommt Luka zurück. Dallas geht 3-2 in Führung. Utah schafft nochmal den Heimsieg 3-3 und dann tütet das Dallas wieder daheim ein. Die Golden State Warriors in 4 oder in 5 spielt, glaube ich, keine Rolle. Für Steph Curry wäre es ganz gut, denn er ist ja auch noch angeschlagen auf Minutes Restrictions. Das heißt, wenn er eine längere Pause hat, werden die auch das vierte Spiel nicht anbrennen lassen, damit sie sich eben mehr schonen können. Jordan Poole mit einer Wahnsinns-Playoff-Serie bisher. Und danach hat es Golden State tatsächlich mit den Grizzlies zu tun. Die werden die Serie 4-2 gewinnen. Ich glaube, das nächste Heimspiel wird Minnesota dann letztendlich gewinnen, denn die waren auch im letzten weit vorne, aber dann gab es nochmal einen richtigen Push von Memphis. Schauen wir mal weiter. Hier bei im Osten passiert nichts Spannendes. Die Heat, die gewinnen das in 5. Dafür ist Atlanta einfach dieses Jahr nicht gut genug. Die 76ers, kann sein, dass sie jetzt noch ein Spiel verlieren werden. Vor allem hat der Embiid Probleme mit dem Daumen, also gewinnt das Philadelphia auch in 5. Hier sehe ich die Bucks auch in 5, da gibt es keine großartige Überraschung. Und hier bei Boston gegen Brooklyn sehe ich jetzt persönlich Boston sowieso, mag ich mehr. Und Brooklyn soll mal ruhig dann in die Offseason gehen. Boston in 6. Würde mich schon mal interessieren, ob er hier andere Begegnungen dann in den Semifinals hat. Bei Phoenix gegen Dallas spekuliere ich jetzt hier drauf, dass Dallas mit 100% Personal spielen kann. Phoenix ohne Booker wird es sehr, sehr schwer haben. Klar, sie haben großen Vorteile auf der Center-Position vor allem und Chris Paul ist ja auch nicht so verkehrt. Aber Dallas macht es trotzdem dann in 6, weil Devin Booker mindestens 3 Spiele fehlen wird und das tut Phoenix zu sehr weh. Auf der anderen Seite haben wir Golden State, die schaffen es auch ins Finale. Die gewinnen gegen in dem Sinne doch unerfahrene Grizzlies 4-1. Die Zeit von Memphis wird noch kommen. Dann haben wir hier Miami gegen Philadelphia. Miami, die Überraschungsmannschaft der ganzen Regular Season im Osten, wer hätte die denn schon vor der Saison auf der 1 gesehen? Aber auch wenn Harden nicht fit aussieht, seine Stats sind auch so lala. Ich meine, er macht viele Assists, aber die Wurfquoten sind nicht gut und er wirkt auch nicht wirklich spritzig. Auf der anderen Seite Tobias Harris bisher in den Playoffs überzeugt, Maxi überzeugt, Embiid sowieso. Das reicht dann auch für die Heat und dementsprechend gewinnen hier die 76ers 4-2. Dann haben wir Milwaukee gegen Boston, was insofern spannend wird, weil wir hier 2 verschiedene Serien hätten, wenn Middleton spielt oder nicht. Wenn Middleton nicht dabei ist, glaube ich, dass mit der Euphorie, die Boston sich hier gezogen hat im Sieg gegen die Brooklyn Nets, auch hier weiterkommen wird. Aber das wird entweder in 6 oder in 7 Spielen werden. Sagen wir einmal jetzt hier Boston in 7, denn ich denke, daheim sind sie einfach deutlich stärker als auswärts. Haben wir also die jeweiligen Finals. Warriors gegen Mavs und 76ers gegen die Celtics. Und hier sehe ich tatsächlich leider dieses wahnsinnig ausgeglichen und starke Team von den Warriors vorne. Auch wenn in der Saison die Dallas Mavs ein bisschen ärgern konnten, aber wer da alles ist, ne? Also du hast hier Klay Thompson, Steph Curry, Andrew Wiggins, Jordan Poole, der irgendwie out of nowhere kommt und jetzt auf einmal auch seine 30 Punkte macht. Dann haben sie noch Draymond Green. Ach ja, dieses Team ist so unglaublich tief und die werden es zu tun haben. Ich glaube mit den Boston Celtics, weil ich James Harden nicht für fit genug halte und ich glaube nicht, dass es mit fortlaufender Länge der Playoffs besser wird. Im Gegenteil, da wird es dann so ein bisschen Probleme geben und Boston macht das dann in 6. Und wir haben unser Finale, Boston gegen die Warriors
Und hier werden sich tatsächlich dann die Golden State Warriors mit nicht 4 zu 0 durchsetzen, aber 4 zu 2. Das ist meine Einschätzung zu den diesjährigen Playoffs. Lasst mich eure wissen. Lasst uns die ganzen Spiele genießen. Wir haben bisher tolle Stimmung erlebt, tolle enge Spiele. Auch jetzt wieder am Wochenende sehen wir einige Partien zu unserer Zeit. Und dann schauen wir doch mal, wie die ausgehen. Heute definitiv drücke ich den Jazz die Daumen. Ich glaube, dass jetzt auch die Bucks gewinnen, die 76ers. Und was habe ich gerade gesagt? Wir drücken nicht den Jazz die Daumen, sondern den Mavs gegen die Jazz. So meinte ich es natürlich. Und von daher verabschiede ich mich. Wünsche euch wunderschönes Wochenende und ja, lasst eure Meinung hier. Oddspedia, the Sports Betting Community.